Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Im Hintergrund seht ihr schon, gestern Abend wurde die neue Klasse der Spiritborn vorgestellt und revealed und richtig viel Gameplay-Material gezeigt. Und heute wird es einmal natürlich darum gehen, ey, was können wir von der Klasse erwarten? Im Groben und Ganzen und ganz viele Änderungen zu Season 5 will ich euch auch noch mitteilen, weil da haben wir auch ganz viele neue Informationen bekommen, die auch sehr, sehr interessant sind. Fangen wir an mit der neuen Klasse, die reinkommt. Ihr wisst, mit der Season 6 im Oktober mit dem DLC bekommen wir eine neue Klasse, die Spiritborn. Und die könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie eine abgewandelte Form von einem Druiden. Beim Druiden habt ihr ja auch solche vier Spirits, mit denen ihr quasi verbündet seid. Und so hat das der Spiritborn auch. Ihr habt einmal einen Tausendfüßler, einmal einen Adler, einmal einen Gorilla und einmal einen Jaguar. Und jeder dieser einzelnen Spirits, dieser Guardians, hat einen anderen Effekt, beziehungsweise gibt euch andere Bonis. Das lese ich einmal ab, weil so tief bin ich auch noch nicht drin. Der Jaguar gibt Attack Speed, Movement und AOE Damage. Damit soll der Spiritborn auch die schnellste Klasse sein von allen Klassen, die wir im Spiel haben. Der Gorilla fokussiert sich auf die Defense, die Damage Reduction und Schadensreflexion. Der Adler, der ist für Präzision, auch für Movement Speed und Range Damage. Und der Tausendfüßler macht Giftschaden, Crowd Control und Lifesteal. Und beim, wo ich das gerade so sage, muss ich direkt an Dariels Antlitz denken. Lifesteal und Poison. Na, vielleicht gibt es eine geile Kombination, wo wir gerade schon dabei sind mit möglichen Items auf der Klasse. Das erste, was ich mich so gefragt habe, ey, wie viele Waffen Steckplätze hat die Waffe, so wie es aussieht, ganz normal zwei, wie ein Magier oder ein Druide. Und die Klasse kann auch nur zweihand Stäbe tragen. Es kommen nämlich zwei neue Waffen mit rein. Einmal diese Glaive, die wir alle kennen, wo vorne und hinten, oben und unten, links und rechts, so eine Klinge ist. Und so ein Stab. Vom Stab haben wir leider kein Gameplay gesehen, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Aber wir haben ein Unique Item, wo man den Stab so sehen kann. Ist wahrscheinlich, also sie nennen es Quarter Stuff. Quarter wäre ein Viertelstab, wahrscheinlich irgendwie ein kürzerer Stab. Müssen wir uns da mal anschauen, wenn es soweit ist. Dann haben sie noch ein cooles Showbild gezeigt, wie man diese verschiedenen Spirits, diese verschiedenen Geister miteinander verbinden kann und kombinieren kann. Weil man muss sich jetzt nicht auf einen konzentrieren, sondern man kann auch verschiedene miteinander kombinieren und dann auch verschiedene Synergien freischalten. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Was auch ganz wichtig ist, ich habe es wahrscheinlich im Hintergrund auch schon gesehen, jeden dieser Guardian, dieser Wächter, könnt ihr heraufbeschwören und die nehmen dann, hier seht ihr es gerade im Hintergrund, den Gorilla, nehmen dann am Kampf teil. Also nicht nur, dass ihr verschiedene passive Boosts habt, sondern die sind wirklich auch mit dabei im Gameplay mit. Und ihr seht die und ihr könnt die beschwören, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mich mal gerade auf die andere Seite gemacht, weil hier seht ihr ganz schön so eine Ähnlichkeit zu dem Druiden wieder, weil ihr hier solche passive Skills habt, die ihr aktivieren könnt für jeden Geisterwächter. Welche das jetzt sind, weiß ich noch nicht. Hier sehen wir zum Beispiel gerade den Gorilla, können wir uns gerade mal zusammen durchlesen. Wenn ihr ein Gorilla-Skill beschwört, macht ihr 1000 Dornenschaden an den Gegnern und ihr bekommt eine Barriere mit 10% eures maximalen Lebens und das Ganze über 3 Sekunden. Und alle Skills sind jetzt Gorilla-Skills. Also da wird es auch nochmal sehr spannend sein. Ich denke mal, das wird diese Level 15er Zusatzmission sein, die es mit der Klasse gibt. Wo wir gerade auch ein bisschen was von der Umgebung sehen, also alles, was man im Gameplay gesehen hat mit der neuen Map, mit den neuen Gebieten, fand ich alles sehr schön, bin ich sehr gespannt. Ist alles mal so ein bisschen weltlich und passt sehr gut ins bisherige Line-up der Gebiete rein. Ich hoffe auch, dass dann die neuen Dungeons da auch sehr gut mit reinpassen. Außerdem wurden einige neue legendäre Aspekte und auch Unix gezeigt. Den Stab hatte ich ja eben schon mal gezeigt. Den kann ich gerade nochmal einblenden. Der macht, dass eure Basic Attacks stärker werden. Also konzentriert sich komplett auf die Basic Attacks, bin ich sehr gespannt.
Dazu haben wir noch neue Schuhe. Insgesamt muss man sagen, kommen ganz viele Unix und legendäre Aspekte für die neue Klasse raus. Ist ja auch klar, weil die Klasse muss ja am Anfang ein bisschen gefüttert werden. Weil wenn man sich überlegt, ein Barbar, der hat irgendwie 20 Unix und man in die neue Klasse nur 2 hat, das wäre natürlich ein bisschen wenig, um die Variety an den verschiedenen Build zu haben. Da wird also ganz, ganz viel kommen. Wenn da neue Informationen kommen, dann erfahrt das hier auf dem Kanal natürlich als erstes. Genau, neue Schuhe. Und auch einen Ring haben sie gezeigt. Wie genau das alles im Gameplay aussieht, das ist natürlich schwierig zu beantworten, wenn man die Klasse noch nicht selber gespielt hat, um ehrlich zu sein. Deswegen halte ich mich da sehr doll zurück, um irgendwelche Calls zu machen, wie eben Andarils Antlitz, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, mit Gift und Lifestyle. Aber mit den neuen Unix, da müssen wir erstmal schauen, wie die wirklich in ein Bild passen, wie Builds aussehen und wie sich es dann wirklich selber spielt. Ihr wisst ja, dass die Gameplay-Mechanics, die von Diablo gezeigt werden, nicht unbedingt immer die sind, die dann später auch gespielt werden. Deswegen können wir da auf jeden Fall noch sehr gespannt sein. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr interessante Klasse. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob sie mit den schon etablierten Klassen mithalten kann, was die Stärke angeht und das Movement, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Heat-Barb oder WW-Barb oder einen Kugelblitzmark oder so anguckt, das ist viel eine Attacke spammen und durch die Gegner durchlaufen. Und alles, was wir hier an Gameplay sehen, ist viele unterschiedliche Kombinationen an Skills, vieles hin und her springen zwischen den Gegnern. Da bin ich noch sehr gespannt und noch ein bisschen skeptisch, wie das dann in der Wirklichkeit, wenn wir Hands-on haben, also wenn wir dran sind, die Klasse zu spielen, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Aber auf den ersten Blick finde ich, sieht sehr, sehr cool aus und sehr, sehr spannend, auch mit diesen 4 Geistern. Was auch spannend wird, ist, wenn dann 4 Leute in einem Dungeon mit dieser neuen Klasse unterwegs sind und alle holen sich den Gorilla und dann sind so 4 riesige, 4 riesige Gorillas auf der kleinen Map. Ihr kennt das ja, es gibt auch relativ kleine Dungeons. Wenn dann so ein riesen Gorilla da drin steht und dann mal 4 vielleicht, warten wir ab, stelle ich mir erstmal ganz witzig vor, schauen wir mal dann, wie es dann in der Wirklichkeit ist. Dann noch ganz interessant, ganz am Ende des Livestreams wurde gesagt, dass Diablo bzw. Blizzard auf der Gamescom sein wird. Das heißt, wenn ihr auch auf der Gamescom seid dieses Jahr in Köln, dann könnt ihr den Spiritborn dort in Aktion sehen und auch eventuell selber spielen. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, vielleicht ist das ein Abstecher für euch wert, wenn ihr auf der Gamescom seid. Das war's in der ersten Linie, im ersten, fürs Erste, für den Spiritborn. Den ganzen Livestream werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr euch den kompletten mal selber anschauen wollt. Gab sogar deutsche Untertitel, also auch für die Leute, die da beim Englischen manchmal nicht alles verstehen, ist manchmal ein bisschen schwierig, könnt ihr da auf jeden Fall euch nochmal komplett anschauen. Ich lasse euch den Livestream einfach noch ein bisschen im Hintergrund laufen, während ich euch noch ein paar wichtige Informationen zu Season 5 mitteile. Die steht ja schon vor der Tür. Nächsten Monat geht's da rein, ist nicht mehr so lange hin. Und da gibt es ein paar Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Ich werde natürlich nicht auf alles eingehen, weil das würde das Video sprengen. Da wird es dann gesondert vielleicht in den nächsten Wochen und Tagen nochmal gesondert ein Video geben. Aber schon mal die größten und meiner Meinung nach wichtigsten Änderungen, gerade im Hinblick auf den PTR, den ich ja gespielt hatte, der ja relativ enttäuschend war. Also erstmal der Mind Cage, der Gedankenkäfig, wird zurück ins Spiel kommen und das dann auch permanent. Das heißt, er wird nie wieder verschwinden. Der Mind Cage kommt wieder. In Season 5 werden wir wieder den Mind Cage haben. Erinnert euch, das Item, was in der Höllenflut dafür sorgt, dass die Gegner 10 Level über einen sind und man sehr, sehr viel mehr Glut bekommt. Sehr, sehr cool. Dann gab es unfassbar viele Änderungen zur Höllenhorde. Die war ja schlichtweg in allen. Die Idee war cool, habe ich immer wieder gesagt, aber die Umsetzung war wirklich nicht gut. Die ganze Leiste, die ganze Reihe an Improvements, an Verbesserungen werde ich hier einmal ablesen, weil das sind wirklich viele. Also erstmal werden die Belohnungen insgesamt extrem erhöht. Die Chest, die Kiste, die 250 Ether gekostet hat, wird nur noch 60 Ether kosten. Die anderen 25er Kisten werden nur noch 20 Ether kosten. Die Raves, die vorher 90 Sekunden gingen, gehen jetzt nur noch 60 Sekunden. Und auch die Gegner pro Welle wurden erhöht. Der Äther wurde komplett alle Drops verdoppelt. Das heißt, man kriegt doppelt so viel. Natürlich wurde die Zeit um 30 Sekunden reduziert, aber es sind mehr Gegner und Äther wurde verdoppelt.
Die Pets, eure Pets können diesen Äther auch aufsammeln, das ist auch ganz wichtig. Und das Leben von manchen Bossen war im PCR verbuggt und wird jetzt decreased. Außerdem wird es neue Schwierigkeitsstufen 9 und 10 geben. Das kommt dann im Mid-Season-Patch, wahrscheinlich im September, Anfang September. Eine extrem krasse neue Änderung, die seit Beginn des Spiels nie angefasst wurde, ist beim Druiden irdene Macht. Da wurde nämlich jetzt die Chance von 5 auf 10% erhöht. Das war bisher immer 5% Lucky Hit Chance, wurde jetzt auf 10% erhöht. Da bin ich sehr gespannt, wie doll man das merkt. Einfach eine Verdopplung. Sehr, sehr krass. Insgesamt wurde wohl der Barbar genervt. Also alles, was bei den Key Passives, alle Key Passives wurden reduziert und schlechter gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der Barbar performen wird in der nächsten Season. Auch eine krasse Änderung, das hatte ich euch mal gezeigt, als ich euch alle neuen Unix für Season 5 vorgestellt hatte. Da gab es diese Björnfang-Handschuhe, die wurden jetzt umgeändert auf einen Ring. Also die Björnfang-Handschuhe, die gibt es jetzt nicht mehr für den Druiden, sondern das ist jetzt ein kompletter Ring. Das wurde komplett umgeändert, den finde ich sehr, sehr spannend. Beim Magier wurden alle Kern- und alle Mastery Fähigkeiten, alle Skills um 15-20% verstärkt, auch eine krasse Stärkung für den Magier. Da bin ich sehr gespannt, wie der Kugelblitz laufen wird. Das sind natürlich noch nicht die finalen Patch Notes, die kommen natürlich erst noch. Das sind solche kleinen Häppchen, die wir schon haben als Information nach dem PTR. Was dann genau kommt für Season 5, das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist und wir die Patch-Notes haben. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare zur neuen Cluster. Da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Gibt es einer dieser Geisterbeschwörer, den ihr bevorzugen werdet? Ich finde nämlich den Gorilla oder auch den Jaguar sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Gerade diese Vorstellung mit den 4 Gorillas in so einem kleinen Dungeon finde ich sehr, sehr witzig. Oder 4 Gorillas, die auf den Butcher einschlagen. Ja, da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Wenn ihr nicht zu Diablo 4 verpassen wollt, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.